Hallo, zurück zur Schicksalsklinge. Hallo in die Runde. Hallo. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Zwingfeste. Ja, das wäre das Beste. Ja. Sarah? Ja? Was denkst du, finden wir da drin? So wie ich gehört habe, sollen tatsächlich das die alten Lagerräume sein. Wenn hier etwas faul ist und wir das Ding erkunden, vielleicht springt etwas für uns dabei heraus. Und ich habe gehört, der Kommandant der Zwingfeste soll ein Zwerg sein. Ja, das haben wir alle gehört. Schauen wir, ob das auch wahr ist oder nicht. Hoch über der Stadt steht die alte kaiserliche Festung, von den Torwalern Alter Ugdalf genannt. Hier befindet sich die Torwaler Kriegerakademie, eine zwar nicht sehr beeindruckende, aber notwendige und nützliche Institution der Stadt. Als ihr euch dem Tor nähert, wird euch der Weg von zwei schneidigen Jungkriegern versperrt. Halt! Wer da? Rondra zum Gruß! Die Parole? Tut mir echt leid. Also, dass ich zurzeit ist Shadowplay irgendwie total blöd. Oder zurzeit ist überhaupt das ganze Ding blöd, weil es sich ständig die Musik wieder verstellt oder die Lautstärke verstellt. Tut mir echt leid, dass euch die Ohren weggeflogen sind. Angrosch zum Gruße. Wir hätten eine Besprechung mit Meister Dramosch, wenn's denn recht ist. Einen Moment. Ich frage nach. Nach einiger Zeit erscheint ein Zwerg in den besten Jahren, angetan in ein blinkendes Kettenhemd. Ihr seht nicht so aus, als wolltet ihr euch einschreiben, stellt er lakonisch fest. Aber wo ihr schon einmal hier seid? Nun, wo wir schon einmal hier sind? Es freut mich, einen alten Veteranen zu sehen. Könntet ihr mir bei einem Problem zur Seite stehen? Wie ihr vielleicht wisst, erstrecken sich die Festungsanlagen über viele Meilen Tunnel unter diesem Berg und führen auch zu verschiedenen Stellen in der Stadt. Nun, die obersten Etagen nutzen wir noch als Lagerräume. Den Zugang zu den Untergeschossen haben wir verrammelt. Und doch verschwinden immer wieder Ausrüstungsgegenstände, ja sogar Waffen aus unserem Lager. Und neulich ist einer unserer Zöglinge dort unten spurlos verschwunden. Nun, ich habe nicht genügend Leute zur Verfügung, um die Keller systematisch zu durchsuchen. Und da wollte ich euch fragen, ob ihr diese Aufgabe nicht übernehmen wollt. Nun, Keller durchsuchen wir gerne. Können wir eventuell... Wir werden das natürlich ordnungsgemäß alles machen. Wir schauen nach diesem Zögling, natürlich. 20 Dukaten Vorkasse. Oh, das klingt 50 gut. Bei erfüllter Aufgabe. Das klingt besser. Freies Recht, in den Kellern mitzunehmen, was so rumliegt. Und das, haha, klingt fantastisch. Wenn's erlaubt ist, dann gerne. Gemacht, wir sind dabei. Gut, besorgt euch die entsprechende Ausrüstung und kommt dann wieder. Rondra zum Gruße. Und, wie sieht's mit der Gruppe aus? Haben wir die Ausrüstung oder wollt ihr euch nochmal ausrüsten? Nein, Ausrüstung haben wir genug. Ja, genug eigentlich nicht, Herr Zwerg. Aber anscheinend haben wir kein Geld für weiteres. So, ich habe das letzte Mal ein bisschen das falsch gemacht, denn... Ich muss das ja ein bisschen als Spielleiter hier machen, dann kann ich ja nicht mit ich
Mit ich, das ist dann, ist eigentlich besser für sowas, aber in dem Fall nicht. Ihr betretet mit eurer Gruppe das erste Gewölbe. Gebt Acht auf Gefahren und kommt nur mit guter Ausrüstung hier herein. Seid euch wirklich sicher? Was sollen wir schon tun? Wir haben eh kein Geld mehr. Aber ihr habt doch jetzt 20 Dinare. Das hätte ich jetzt gar nicht bedacht, ne? Na, wir gehen trotzdem mal so rein. Na, 20 Dukaden? Ist natürlich nicht wenig, ne? Nochmal auszugeben für frische Rüstung? Und natürlich ganz wichtig, ihr braucht Beleuchtung. Ohne die gibt es nämlich keine Karte, die ich euch an die Hand gebe. Entweder Fackeln, Lampe, Öl, Zunderkästchen. Das müsste auch jemand von euch in der Hand tragen. Alternativ. Ja, alternativ habe ich natürlich. Flim, flam. Ich habe sowieso keine Magie, mit der ich irgendwas im Kampfe bewirken könnte. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ein wahres Wort, Meister Gurion. Wie ging denn das jetzt eigentlich hier mit Zaubern? Sekt an. Ich weiß es wieder nicht mehr. Was Elemente? Flim, Flam, Funkel. Hell wird's im Dunkel. Hört sich gut an, oder? Ich mag das. Ich freue mich tatsächlich drauf, hier eine Runde zu spielen. Ich hoffe, wir kommen diesmal ein Stück weiter und ich werde nicht. Weil hier kann man natürlich auch schnell sich verskillen und so weiter. Aber braucht mir nichts zu sagen, wie man richtig skillt oder was man richtig macht oder was ich steigern sollte. Das mache ich tatsächlich wie immer aus dem Bauch raus und wie immer falsch, ne? Nee. Bei genauerem Hinsehen entdeckt ihr eine Geheimtür in der Wand. Apropos, wer war denn unser... Ich glaube, wir hatten unseren Zwergen ziemlich gut. Ich meine, Sarah ist natürlich hier auch. Ich glaube, wir sollten hier unseren Zwergen vorneweg schicken, richtig? Nach kurzer Zeit gelingt es euch sogar, sie zu öffnen. Schaut mal bitte in eure Sheets, wer die meiste... Wer die meiste hat. Ich glaube, das war Sinneschärfe. Ja. Sinneschärfe hast du 4. Siehst, und du hast 5. Deswegen schicke ich dich vorne weg, mein Freund. Geht das von hier eigentlich, dass ich das nach vorne machen kann? Ja. Schön. Dann kannst du eigentlich noch ein Stück zurück, Sarah. In Ordnung. Sehr schön. So gefällt mir das. So, da hinten die Kisten. Das ist nichts, ne? Ich merke es nie. So. Hier sind alte Runen in die Wand geschnitzt. Was hat es denn eigentlich mit der alten Feste hier auf sich? Das war mein Schlafraum. Wie es aussieht. Und ihr seht eine Schatzkiste. Allerlei Essen. Und hier scheint auch jemand geschlafen zu haben. Große Fässer, ein großes Fass, steht in der Mitte des Raums. Was macht ihr? Nun, ich öffne auf alle Fälle die Schatzkiste. Nein, ich öffne die Schatzkiste. Wer macht, wie ihr wollt. Haben wir einen Zauber dafür? Haben wir einen Dietrich? Das sieht gut aus. Jetzt sind Dietrich? Ja, jetzt haben wir natürlich hier, ne?
Jetzt müssen wir aufpassen. Wir können tatsächlich nicht alles mitnehmen. Wir nehmen aber mit ein Seil. Denn Seil braucht man immer mal, oder? Nun, ich würde sagen, ein Seil nimmt mit, eventuell vielleicht unser Elf. Nun gut, ein Seil wäre nicht schlecht, aber das heißt nicht, dass ich mit Seilen auf Bäumen hinaufkomme. Ich komme auch ohne, ganz gut. Achso, halt, das müssen wir andersrum machen. Bitteschön. Was haben wir eigentlich hier, eine Hacke? Wisst ihr jetzt nicht, was er mit einer Hacke... Ja, da wisst ihr ja Bescheid, ne? Was sagst du, Dorben? Den Schnaps teilen wir uns auf. Ganz gerecht. Zwei für mich und eins für dich. Ja, ganz gerecht, ne? So ist unser Zwerg, ne? Ganz gerechte. Ganz gerechter Teiler. Ich weiß gar nicht, ob man Mess... Ach ne, ist nur ein Dolch. So, was haben wir noch? Achso, wartet mal, Fackeln. Ja, 14 Fackeln brauchen wir jetzt nicht. Weil, ja, 20 Unzen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Wir geben mal auf alle Fälle, weil wir haben ja Flimflam Funkel, aber ich möchte trotzdem, wir können ja auch mit Fackel rumgehen, ne? Hier haben wir noch Öl. Das ist also viel, ne? Ein Brecheisen hat ja unser Freund schon. Also wenn wir irgendwas brauchen, können wir tatsächlich nochmal hier runter. Denn in den Kisten bleibt es ja. Wir können es nur nicht wieder in die Kisten reinstopfen. Deswegen müssen wir das ganz genau... Pass auf, eine Fackel geben wir tatsächlich mal unserem Zwergen eine. Wir geben ihm auch zwei Öl mit. Wir sind ja ständig überladen. Ne? Oder ihr seid hier ständig überladen, deswegen überlegt euch genau, was ihr mitnehmt. Ja, dann für mich zwei Fläschchen Öl, ein bisschen Fackel. Ja, gebt mir auch eine Fackel. Okay, dann bekommst du eine Fackel. Ja, und gebt mir noch eine Fackel, dann reicht's. Ja, von mir aus. Wenn ihr das so wollt... Wegschmeißen kann man es immer noch, ne? So, und dann lassen wir es mal, ne? Tja, hätte schon ein bisschen Hunger, nur ich weiß nicht, ob das Zeug vergiftet ist, vielleicht. Tja, wer weiß das schon. Das Blöde hier ist ja immer, dass man nicht weiß, was man anklickt und was nicht, ne? So, dann sind wir hier durch im Geheimraum. Das war schon mal ganz gut. Also hier könnten wir allerhand abstauben, ne? Meister Zwerg. Was haben wir denn hier für eine Sau? Um ehrlich zu sein. Diese Räume beengen mich. Am besten ist, wir bleiben nicht allzu lange hier. Ja, ja, da stimme ich dir bei, Visalia. Und bei der Beengtheit hier, da geht sogar mein Feuer aus. Das stimmt. Kannst du eigentlich jetzt ohne Zunderstein die Fackel tragen? Braucht man Zunderstein, um die anzumachen? Wahrscheinlich, ne? Nee. Brauchen einen Zunderstein. So ein Mist. Dein Flimflam Funkel, unser Zauberer ist noch
zu gar nichts zu gebrauchen. Wieso haben eigentlich noch die Hemden hier? Ist noch zu gar nichts zu gebrauchen. Wir haben zwar Öl, aber keinen Zunderstein. Vielleicht finden wir den noch hier irgendwo. Oder hat irgendjemand von euch einen Zunderstein? Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert hier. Raumangst. Was ist mit Raumangst? Sagt ihr das? Achso, hier. Intuition geht weg und Mut. Danke. Das ist super. Ne, ins Unterstand hat niemand. So, machen wir nochmal einen Flimflam. Nun, ich denke, ich werde es probieren, aber ich kann euch nichts versprechen, dass es funktioniert. Flimflam Funkel. Das war mir klar. Flimflam Funkel. Keine Chance, oder? Kann eigentlich unser Freund... Wir müssen nochmal raus, müssen ins Hundestein. Weil ansonsten wird das nichts hier. Ey, wir müssen ins Hundestein kaufen. Weil mit unserem Magier geht ja gar nichts, oder? Was sagt ihr? Gruppe, beratschlagt euch. Nun, ich werde versuchen, es vielleicht auch mal zu regeln. Und hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen. Flimflam Funkel. Okay. Geht ja gut los, ne? Es geht ja gut los mit der Gruppe hier. Na, was sagt ihr da? Hier seid ihr im Ausrüstungsdepot gelandet. Eine Menge Zeug liegt hier abholbereit herum. Nun, wir dürfen alles mitnehmen. Nimm nicht zu viel mit. Nö. Hier drin ist? Nee. Im großen Fass war ja auch nichts, ne? Nee. Hier geht's durch eine Türe. Guck, schauen wir gleich hin. Schauen wir mal, ob wir irgendwas lesen können hier. Könnten sie auftreten, wie immer, ne? Aber wir probieren wieder mal Schloss knacken. Kamen hier schon die ersten Kämpfe? Sollten wir lieber... Weil ihr wisst, wie es ist. Lieber mal einmal mehr gespeichert, als einmal zu wenig bei dem Zeugs hier. Das muss man alles nochmal machen. Ach, ich weiß... Hier ist wieder die Entscheidung zu fällen. Ich kann mich entsinnen. Ich sage natürlich nichts. Entschuldigung. Ich bin der Spielleiter. Entschuldigung. In dieser Nische steht ein kleiner, dem Fex geweihter Schrein, der mit Opfergaben, gut und gerne 20 Dukaten, gefüllt ist. Wollt ihr den Schrein plündern? Fex geweiht. Das scheint eine kleine Gabe für mich und... Der Meisterzwerg sagte, wir können alles mitnehmen. Ich weiß ja nicht, ob es eine so gute Idee ist, einen Opferschrein zu plündern, aber bitte. In dem Schrein sind 21 Dukaten und 11 Silbertaler. Nun, so sind wir etwas reicher. Nun, ich... Weiß es nicht, aber Sarah, seid ihr sicher? Nun jetzt, wenn ich mich so umschaue hier, nicht wirklich. Ja. Und hier euer erster Kampf. Wie ging denn das wieder? Das müssen wir mal schauen jetzt. Können sie auf alle Fälle nicht hoch und runter drehen. Okay.
Können Sie aber drehen. So, wir haben... Mit Hilde beginnen wir. Ach ne, da oben steht's hier. Hilde, und der steht schon gleich, ein Bösewicht. Nee, das ist ja Sarah. Das sieht aus nur wie ein Bösewicht. Hilde, was kannst denn du? Hilde hat nix. Hilde hat nix. Wir können allerdings... irgendeinen Spruch. Was hast denn du für Sprüche nochmal? Warte mal. Hilde? Schau nochmal deine Zauber bitte an. Wir könnten Krähen rufen. Unten plötzlich Find. Was war nochmal Radau? Hexenbesen greift an. Das probieren wir mal. Wir probieren mal Radau. 1, 2, 3. Radau, wir müssen ein bisschen, wir machen jetzt mal ein bisschen, ne? So, und wie funktioniert das? Wir gehen mal hier hin. Jetzt haben wir noch zwei Aktionspunkte. Und wie müssen wir das machen? Ach, hier. Wir können da wahrscheinlich nichts mehr machen, ne? Kampfhaltung. Bis Rundenende warten. Ich glaube, wir haben nicht mehr genug Zauber, oder? Ich glaube, wir können nicht zaubern, weil wir nicht genug Zauberpunkte haben, richtig? Wir warten mal hier tatsächlich. Und nicht bis Rundenende, sondern überhaupt. So, du bist ja pfeilmäßig gut ausgestattet. Mal schauen, wie gut du auch bist am Ende. Na, du musst außen rum gehen. Warte mal, du hast doch hier fast freie Schussbahn. Kannst du eigentlich auch um die Ecke schießen? Bin ich mir echt nicht mehr sicher. Obwohl, zur Zeit gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ne? Das ging schon mal schlimmer. Keine Schusslinie, alles klar. Ich verstehe. Weil ich alles vor dir stelle. Nee, dann... war trotzdem mal bis zum Rundenende. Und das finde ich schön, die Option. Aber wieso bist du jetzt trotzdem noch dran? Oh, das geht gar nicht. Oh, jetzt habe ich so eine schöne, ich habe gedacht, ich habe jetzt so eine schöne Option mit warte bis zum runden Ende und jetzt geht's nicht. Das ist ja schade. Wie müsste denn, nee, da komme ich auch nicht hin. Ja, dann bleib hier. Gehen wir hier hin. Okay. Sag mal, wen haben wir denn hier? Wer ist denn das? Wie haben wir denn... Sind wir denn des Wahnsinns? Wieso haben wir denn Gorionson aus... da haben wir noch... Oder Gorion, da haben wir noch nicht geschaut, ne? Dass man das verändern kann hier bei Gorion. Oh, so ein Mist. Naja. Sei es drum. So. Das kann er. Denn Sarah... Hat Sarah eigentlich auch einen Wurf geschossen, oder was? Nee. Ein Dolch hätte sie anzubieten. Denn... Dann, Sarah, stell dich, wir lassen die mal herkommen, stell dich mal vor ihr und so, unseren Zwerg schicken wir dann vor, ihn schicken wir vor ihm her, weil die kommen ja sowieso her, ne, da brauchen wir nicht hin und Harre der Dinge, die da kommen.
Wollen wir ihn schon was... Achso, der hat ja sowieso keinen... Der hat ja nix, ne? Der ist ja völlig für die Katz. Dann stellen wir tatsächlich mal... Den muss man immer aus der Schusslinie raushalten. Der kann dann mit eingreifen. Eventuell sich mit ranstellen und ein bisschen mit seinem Zauberstab draufkloppen. Mehr kann er nicht. So, ihn stelle ich hier hin. Da müssen sie zuerst drauf. Auf Grimm. Ach, die machen nix? Haben uns noch gar nicht bemerkt, oder? Hilde, Hilde, Hilde. Hilde, kannst du jetzt... Wartet mal kurz. Hilde, kannst du jetzt deinen Stab... Ja. Mach mal. Ich will es nur mal wissen einfach, ob es geht oder nicht. Ja, lass ihn 3, mach mal 4. Kostet mich jämmerlich 4, ne? Viel, aber 3 Runden, bis der hin ist. Ja, mach doch mal 3. Radau! Was ist passiert? Misslungen, ne? Hört sich an wie misslungen. Daneben finde ich super. Also beim Feind zumindest. So, du wärst jetzt in der... Wollen wir schauen, ob es schräg geht oder nicht? Sagt uns gleich die Schusslinie. Es geht. Ihr wisst ja, es ist wie bei Baldur's Gate, ne? Sarah kommt jetzt auch ran. Obwohl wir beinahe auf den müssten, aber ist egal. Kannst du schon? Fehlgeschlagen, ne? Was sonst? So, Torben kommt natürlich auch ran. Fehlgeschlagen? Nein, er trifft. Gorion kommt auch schon mal her. Nee. Du kommst her. War das hier? Auf bessere Zeiten. Grimm müsste eigentlich jetzt außen rumlaufen. Machen wir nicht. Der schlägt drauf. Unser Freund ist schon gut verwundet. Langsam? Ich weiß nicht. Ich hab's tatsächlich schlimmer in Erinnerung, das Kampfsystem, als es gerade ist. Bei dir wäre es schön, wenn du trotzdem mal außen rum gehst und dann draufschlägst. Schade. Hilde, wo ist denn jetzt? Achso. Mach nochmal deinen Zauberstab. Ich würde es trotzdem nochmal gern probieren. Radau! klappt hervorragend, ne, Hilde? Das klappt hervorragend, Hilde. Nee, du bleibst immer noch hier. Du gehst dann von hinten, wenn überhaupt, ran. Obwohl, dann kannst du... Oh, jetzt ging's. Bis Rundenende warten. Vielleicht, wenn man gar nichts macht davor. Dann kann man bis Rundenende warten. Man muss gleich drauf. Dann kann man bis Rundenende warten. Ja, ist die Frage, ob wir... Ne, wir lassen uns weiter erschießen. Wir versuchen, den so schnell wie möglich zu töten. Denn der ist jetzt schon fast tödlich getroffen. Und dann würde ich... hier hingehen. Und dann kann ich hoffentlich noch draufschlagen. Und ihn umhauen, hätte ich beinahe gesagt. Ja, komm, mach nochmal einen Fall drauf. Oder eins weiter hin. Können es probieren, ne? So, du gehst mal hin. Und schlägst... Nee. Nee. Hast du nichts in der Hand, dass du draufhauen kannst? Du sollst... Hä? Nee, ich will keinen Zauber. Ach, der hat eine Zwispel.
Entschuldigung. Muss doch einen jemand sagen. Aber hast du gerade nichts in der Hand? Doch, du hast 5 von den Dingen in der Hand. Oder er kann nicht mehr. Obwohl das ja Quatsch ist, ne? So macht er das. Das verstehe ich noch nicht. Jetzt flieht. Au! Bist du denn des Wahnsinns? Wieso flieht denn der jetzt gerade? Kann der noch? Kann der einmal? Kann er sich rächen? Na, schade, er kann sich natürlich nicht rächen. Wo ist der? Er ist noch nicht ganz draußen. Dann könnt Hilde hinterher und eventuell sogar zuschlagen. Jetzt pariert er natürlich. Sarah? Ich glaube nicht, dass du noch zuschlagen kannst, ne? Nee. Unklar. Obwohl, wartet mal. Du kannst eigentlich gleich noch 2... Genau. Probier mal dein Glück, ihn vielleicht noch tödlich zu treffen. Quatsch, oh! Da liegt der da nieder. So, jetzt probieren wir es nochmal. Wo geh hier hin müssen wir? Also da geht es wahrscheinlich immer noch nicht. Das ist noch was... ich nicht verstehe. Aber wie gesagt, es kann doch sein, dass... Oder kann der kein... Der kann doch Schuss werfen. Das ist was, was... Der hat eine Schleuder in der Hand. Und der kann die auch einsetzen. Weil das sind Wurfwaffen. Aber hier steht irgendwas von... Weil das unterstrichen ist in Rot. Kann der gerade seine... Weil er irgendwie Raumangst hat, kann er gerade seine Fernkampffähigkeit nicht einsetzen? Ist das so? Das wäre ja interessant zu wissen, ne? Dann machen wir Schluss. So, Grimm. Ja, du stehst jetzt unserem Fernkämpfer im Wege, was soll's? Schade. Oh, die ist ja böse. Das war böse jetzt. So, jetzt probieren wir es ein letztes Mal. Nee. Wir können hier keinen Fernkampf aus irgendeinem blöden Grund. Oder wartet mal, wie ist denn hier unten? Ne, bis Rundenende warten. Angriff überspringen. Wir schauen nochmal, ob es noch irgendeinen Automatikmodus. Hier kannst du Elehan drehen und wenden. Ansonsten geht nichts. Weil beim Elfen, der schießt ja auch, der könnte ja auch zaubern, ne? Warte mal, aber du gehst irgendwo anders hin hier. Du bleibst hier auf keinen Fall stehen. So, Hilde. Ja, stell dich auch. Stell dich mal hier so hin. Ihm würde ich trotzdem noch mal kurz schauen, ob der am Ende. Der kann Magie. Ich sehe, hier kann er einfach Magie wirken. Der kann natürlich jetzt wieder auf den Elben schießen. Deswegen stellen wir ihn mal erstmal hier daneben. Und dann kann er immer hin und her. Kann er immer hin und her? Nee, ne? Wenn er geschossen hat, ist aus, die Maus. Richtig?
Gut, das ist ein Räuber. Der. Ah, jetzt fangen sie langsam an. Sehr schön. Torben, wie ist er drauf? Verwundert und will fort? Nee, der will schießen natürlich. Nicht schlecht. Ja, ist doch nicht schlecht. Also so schlecht ist nun auch nicht, muss ich sehen. Wie ich das so gedacht habe. So, probieren wir dein Glück. Der fällt. Um ehrlich zu sein, so schlecht, wie ich es in Erinnerung habe. Aber das war ja ganz am Anfang, wisst ihr es noch? Zwei Dukaten ist gut. Ist es gar nicht. Wir nehmen alles mit, weil wir gehen jetzt eh raus und verkaufen, schlafen und holen uns einen Wetzstein, ne? Also jetzt nicht mehr, heute nicht mehr, aber wir tragen können das Torben. Was ist denn das hier? Ein Rapier. Die haben alle zwei ein Rapier, oder? Warte mal, ich gebe nochmal. Aber wir bräuchten ja, ich weiß nicht, wie das war hier. Hier ist ja ein Bier. Mein Hals ist schon ganz trocken. Ja, das ist klar. Das verstehe ich dann. Komm, nimm einen Schluck. Ja, lass mit der. Obwohl, die Dolche hätte mitnehmen können, hätte man verkaufen können, aber was soll's. So, Freund, trink dein Bier. Und schon ist es mit meiner Klugheit dahin. Ja, für deine Klugheit bist du besonders bekannt. Das ist schon logisch. Das ist schon logisch. So, dann gehen wir wieder raus. Das machen wir heute noch. Kaufen wir uns einen Wettstein, dann machen wir heute Schluss. Wo ging's denn eigentlich raus? Die lassen uns ja immer wieder rein, ne? Das ist ja das Schöne hier. Außerdem ist es Nacht. Wir sollten einfach schlafen. Was war denn eigentlich die Kräuter? Haben die? Die haben Zeiten, ne? Wir können nicht einfach so. Ich glaube, die haben Zeiten hier alle. Wir können jetzt nicht einfach so zur Kräuterhändlerin, richtig? Vielleicht hätte der Markt noch offen oder so. Zumindest eine Kneipe. Ich meine, das war schon mal jetzt ein Einsatz, oder? Nun, ich habe zwar schon einen Humpen, aber einer wird noch reingehen. Oder zwei, oder drei. Vielleicht sollten wir auch was essen. Weiß gar nicht, wie geht's euch denn eigentlich? Wo steht denn eigentlich? Wie Hunger und so ist. Das stand doch immer mit dort. Ist es bei Status? Ah, hier. Sehr schön. Das ist hier schön, ne? Nett. Ja, komm, wir essen das. Wir haben doch Geld. Vielleicht schafft ja sogar Sarah einen kleinen Taschendiebstahl hier drin. Man weiß ja nie. Nun denn, was habt ihr vor? Nun tatsächlich. Ich werde auf alle Fälle hier eventuell etwas spielen. Nun ja, ich werde mal die Kartentricks auf die Waage bringen. Haha, ja, du hast 3 Silberstücke und 2 Heller verdient damit. Das ist schön. Will vielleicht noch irgendjemand? Nun, ich könnte mich ans Musizieren machen. Ja, dann verscheuchst du alle, oder?
Vielleicht, das ist nicht jedermanns Ohr. Ihr habt das in der ersten Taverne hier gemerkt. Der eine Elf, er wurde fast... Ich kann's doch trotzdem einmal versuchen, oder? Aber dem sein Flimflam, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Unser Magier ist sowas von nutzlos. Schau mal hin, wie lang dem sein Flimflam hält. Wir sind immer noch im Flimflam. Hat der überhaupt ein Musikstück? Nun denn, du stimmst eine alte Weise an, so lieblich und doch kraftvoll, dass die ganze Taverne dann doch wie gebannt lauscht. 4 Heller geben sie dir. Das ist ja fast nicht. Oh Gott. Damit werden wir nicht reich, das sage ich euch gleich. So, wir... Die Taverne ist nicht schlecht besucht. Der Wirt schaut euch fragend an. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Was darf's denn sein? Bestellt dann mal 6 Bier. Der Wirt füllt ein paar Krüge und stellt das Ver... Der Wirt beachtet euch nicht weiter, sondern wendet sich anderen Gästen an der Theke zu. Gelegentlich wirft er jedoch einen versteckten Blick zu euch hinüber. Nee, wir... Erst sind nach für heute einer gut, Weile ne? kehrt er zurück. Oder? Dasselbe nochmal? Was wollt ihr? Ich bin dann doch etwas ausgelaugt. Ich muss meine Magie wieder auffrischen. Wir sollten heute früh zu Bett gehen. Ja gut. Aber das kann ich gar nicht, schaut mal hin. Ich muss sogar noch. Ich kann gar nicht aufhören. Kurze Zeit später, ihr schaut euch ein wenig um. Es hat sich nicht... Ja, ein bisschen zu essen, aber dann gehen wir. Wir haben die Taverne vielleicht verlassen. Ihr bestellt euch eine kräftige Mahlzeit. Der Hausteller, den euch der Wirt empfiehlt, trieft vor Fett. Gar nicht mal so schlecht. Schmeckt. Nachdem ihr bereits eine ganze Weile an der Theke gestanden habt und euch noch wundert, ob die Flecken am Boden alter Rotwein, der Wirt wart... Nach einer Weile habt ihr die Bierkrüge geleert. Wie kommen wir denn jetzt hier eigentlich wieder zurück? Der Wirt hat offensichtlich... Ihr schaut euch ein wenig... Oh Gott, es wird immer später. Und wir haben wieder alles über den Durst getrunken, also passiert wieder gar nichts. Moment, hier ist was. Ein Ereignis für euch. Die gut ausgestattete Tochter des Wirts kommt auf Torben mit einem verspielten Lächeln um ihre Lippen zu und beugt sich leicht nach vorne, um ihn ins Ohr zu flüstern. Während ihr Atem leicht in seinem rechten Ohr kitzelt, flüstert sie in einem überaus verführerischen Ton. Na, hallo, mein Hübscher. Wenn du dich wie ein wahrer Mann fühlen willst, so folge mir doch. Torben? Ein wahrer Mann, ich hab so... Also ein Angebot, wenn's steht, dann steht's einfach. Alles so, Ja. Torben, hier ist noch ein Bier für dich. Wo geht er hin? Torben steht mit einem verschlagenen Lächeln auf und folgt der schönen Maid. Mein Vater, er würde das sicher nicht wollen, aber ich brauche dich. Sehr, flüstert sie weiter. Nimmt ihn an der Hand und führt ihn durch die Taverne. Wir sollten in den Keller gehen. Schnell! Und öffnet eine Falltür mit einem steilen Treppe dahinter. Ohne zu zögern geht Torben hinunter, ein erwartungsvolles Lächeln ins Gesicht geschrieben. Oje. Oje. Er sieht sich im nur durch eine Fackel erleuchteten Keller um, als er ein dumpfes Bumm der Falltür hört.
Die hübsche Maid geht ihm voraus, direkt vor ein Weinfass und zeigt ihm ihr verlockendes Lächeln. Als Torben sich ihr nähert, legt sie ihm die Hand auf die Brust und haucht. Nun, als einen richtigen Mann, hilf der Maid in Nöten, indem du diese Fässer Wein nach oben trägst. Plötzlich erkennt Torben, dass alles zu schön war, um wahr zu sein, und ergibt sich seinem Schicksal. Als er das letzte Fass nach oben getragen hat, klopft ihm die hübsche Tochter auf die Schulter, murmelt etwas von »Ah, mein Held«, zusammen mit einem leisen Kichern, und verschwindet hinter dem Tresen der Bar. Und? Wie war's? Und wie war sie vor allen Dingen? Nun ja, ein Gentleman. Gentleman? So ein Wort kennt ihr? Ja, ich hab dich doch gesehen. Keine Angst. Fässer hast du heraufgetragen. Das war's. Sprechen wir nicht drüber. Lieber nicht. Lieber nicht, wir brauchen ein Zimmer für die Nacht, glaube ich. Oh, Herr Wirt, ein Zimmer. Ich glaube, heute können wir uns Einzelzimmer gönnen. Sarah, du zahlst. Warum ich? Ich hab doch... Du hast einen ganzen Schrein. Du kennst Fex. Er scheint dir gewogen zu sein. Vielleicht sollten wir es hier einfach wieder ausgeben. Dann ist er dir vielleicht noch gewogener. Meinethalben. Na gut. Dann auf die Zimmer. Ja, da brauchen wir keinen Stabzauber und nichts zu machen. Geht sowieso nichts. Ey, was war denn eigentlich die Einbeere? Wir hatten doch irgendwo eine Einbeere. Die blaue Frucht des Vierblattstrauches ist ein universales Heilmittel. Blutung stoppt sie, Wundheilung beschleunigt sie, Auswirkung von Kranken wächst vor allem in Wäldern. Nee. Die hat wahrscheinlich dann doch nichts zu tun mit besser schlafen. Ich glaube, das war die Tanele, ne? Ja, ich kann mich entsinnen. Das war die Tanele. Wir müssen mal zur Kräuterhändlerin trotzdem. Wir gehen trotzdem mal zur Kräuterhändlerin. Und schlafen halt dann so. Es wird uns wahrscheinlich kaum was regenerieren. Wir haben ja kaum. Die haben ja nur Blödsinn gemacht hier. Auch nichts Anständiges. So. 4 Stunden. Nee, schlafen wir mal solide 8 Stunden. Ja. Sehen wir da eigentlich. Der hat sogar tatsächlich ein bisschen was. Solide 8 Stunden, ne? Und machen Schluss für heute. Und um ehrlich zu sein, es hat mir. Ja, ihr seid wie ihr seid da draußen. Immer was zu meckern? Nee. Also mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich denke, das wird. Ich glaube, ihr werdet mehr Folgen davon sehen. Ciao, ciao.